Der Weg zur Arbeit ist Lebensweg, Lebenszeit, kostbare Zeit. Für uns hier in Berlin gehört die S-Bahn einfach dazu, damit der Tag gut anfängt. 3:30 ist die erste gefahren, jetzt ist es 5:30. Wie die Stadt in Gang kommt, die größte Industriestadt des Landes, wie sie Atem holt in der Frühe, wie sie die Kräfte sammelt, das hängt immer auch von der S-Bahn ab. Sie ist das wichtigste Verkehrsmittel der Hauptstadt. Gar nicht auszudenken, wie es wäre, wenn wir sie nicht hätten. Wo kam sie her, die S-Bahn, und wo geht es hin mit ihr? Die S-Bahn holt Berlins Umgebung heran, zieht einen weiten Kreis dabei. Oranienburg, Erkner, Strausberg, der Flughafen, Schönefeld, Luftweg und Schiene und Stadt in einem Verkehrsverbund. Mit der S-Bahn-Karte nach Potsdam auch, Nauen und Fürstenwalde. In dem Verkehrsnetz steckt die Arbeit von Generationen. Auf alten S-Bahnhöfen in ihrer Architektur kann man das vorige Jahrhundert treffen. Zunehmend gepflegte Baudenkmale. Erbschaft. Nützlich und benutzt. S-Bahn-Stationen sind Stationen in der Geschichte der Stadt. Wir sind unterwegs. Eine Station, die vor 6 Jahren in Betrieb genommen worden ist. Der Bau der neuen Stadtteile zieht den Ausbau der S-Bahn-Strecken nach sich. Die Tausende von Berufstätigen in den neuen Stadtgebieten brauchen eine solche kraftsparende, zeitsparende Verbindung zu den Zentren der Arbeit. Und bekommen sie. Die S-Bahn ist Lebensader. Fahren Sie eigentlich gern mit Paula in die Stadt? Was mache ich? Würden Sie gern mit Paula in die Stadt fahren? Ja, sehr gern. Paula? Nee. Was meinen Sie damit? Wieso Paula? Ja, lieber als mit einem Auto. Viel bequemer. Mit wem? Mit Paula in die Stadt? Ja, machen wir. Fährst du gerne mit Paula in die Stadt? Nö. Wer ist denn Paula? Mit Paula? Ja? Nee, ich möchte die Frage nicht beantworten. Wer ist denn Paula? Paula, weiß ich nicht. Anlege mich nicht zu äußern. Tut mir leid. Aber ich stelle oftmals fest, dass morgens der Anschluss nicht klappt. Immer noch nicht, obwohl die Fahrzeiten geändert wurden. Jetzt eben bin ich auch gerannt und bin fast, will ich nicht sagen, als einzelne mitgekommen, aber hier kommen ja auch noch ein paar, die auch im 91er-Bus saßen. Mhm. Ja? Mhm. Vielleicht kann man das ändern, das wäre ganz gut. Damit ich pünktlich zur Arbeit komme. Ja, ich fahre täglich mit der Bahn. Und zufrieden? Ich bin zufrieden, vor allen Dingen mit der jetzigen Verbindung nach Lichtenberg. Ausgezeichnete Verbindung zum Umsteigen. Na ja, klar, jeden Morgen und jeden Abend. Nach Alexanderplatz zurückbleiben. Zug Paula nach Alexanderplatz, Türen schließen. Zug Paula nach Alexanderplatz, abfahren. Ein Stadtteil wie Marzahn, selber schon fast eine Großstadt. Lebensnotwendig war da der Anschluss an das S-Bahn-Netz. So ist es mit Hohenschönhausen auch und überall dort, wo die Hauptstadt nach außen wächst. 12 neue S-Bahn-Stationen in den letzten 15 Jahren. Es ist gegen 7. Auch jetzt noch Berufsverkehr. Die letzte Welle, nicht mehr so dicht besetzte Züge. Gewiss auch deshalb, weil Urlaubszeit ist. Ein Tag im Juli.
Wer seine tägliche Strecke fährt, der zählt die Station nicht mehr. Man hat's im Gefühl, hat Zeit für sich, man weiß, wo man ankommt, dabei bleibt es. Alles so selbstverständlich wie die 2 Groschen für die Fahrkarte im Grundtarif. Und dabei bleibt es auch. Wie ist der Kreis S-Bahn und bin verantwortlich für den S-Bahn-Verkehr im Bereich Springfuhl, Marzahn und Friesfelder Ost. Wir arbeiten hier mit einer Fernbeobachtungsanlage in Springfuhl. Dort werden die Züge über Monitor abgefertigt. Und wir haben auch solche Fernbeobachtungsanlagen in Marzahn und Friesfelder. Im Berufsverkehr haben wir zurzeit Richtung Ahrensfelde 3 Zuggruppen. Das ist die Zuggruppe Paula, Richard und Dreier, sodass wir in Abstand von 5 Minuten Richtung Ahrensfelde fahren. Alexander, Platz einstellen bitte. Solche Mikrorechner werden jetzt in allen Fahrerkabinen eingebaut. Helfen Strom einsparen, helfen ökonomischer fahren im künftigen Lebenslauf der S-Bahn. Die Geschichte der S-Bahn hat mit Dampflokomotiven angefangen. Eisenbahngeschichte. Das hier ist alte klassische Eisenbahnstrecke, eingeweiht im Jahre 1857. Als letztes Stück der Ostbahn, der schnellsten Linie der preußischen Eisenbahn mit Anschluss bis nach Petersburg. Auf solchen historischen Eisenbahntrassen und an ihnen entlang, wie hier vor dem Bahnhof Lichtenberg, sind die Ursprungsstrecken der S-Bahn entstanden. Das elektrifizierte S-Bahn-Netz der Hauptstadt umfasst heute 175 Kilometer. Nötiger Aufwand in unseren Tagen, die Rekonstruktion der S-Bahn-Bögen. Die haben 100 Jahre lang S-Bahn-Last getragen. In jede gemauerte Wölbung auf dieser Strecke wird ein Bogen aus Stahlbeton eingepasst. Spezialistenarbeit. Wirksame Lösung, auf lange Sicht. Des vorigen Jahrhunderts wird verkehrstechnischer Fortschritt als der Wegbereiter neuer Zeiten empfunden. Herbeigesehnt, als sei er schon die Zukunft selber. Der Entwicklungsstand der Eisenbahn wird zum Gradmesser für Modernität und weltstädtisches Niveau. 1882 überrascht die Hauptstadt des Deutschen Reiches die Welt mit einer innerstädtischen Eisenbahnlinie, die den Stadtkern Berlins durchschneidet. Die Stadtbahn.
Der Bau der Stadtbahn, verwirklichter Technikertraum, war Staatsauftrag. Im Gefolge der Gründerzeit. Was hat denn den Kaiser bewogen, so fragten scharfsichtige Zeitzeugen. Sicher, er übt sich im weltstädtischen Denken. Sicher, er will konkurrieren, repräsentieren. Aber es ist bezeichnend für die preußische Militärmonarchie. Würde die Regierung mit Hilfe dieser Gleisanlagen im Falle einer Truppenmobilisierung nicht volle 6 Stunden einsparen oder sogar 10, dann hätten die Berliner noch so manches Jahrzehnt auf ihre Stadtbahn warten können. Um ihrer schönen Augen willen haben sie sie jedenfalls nicht bekommen. Die Mehrheit der Zeitgenossen lässt sich bezaubern von der ingenieurtechnischen Leistung. Ein Bahnunterbau von 12 Kilometern hineingeschoben in die schon kompakt bebaute Innenstadt. 7 Jahre wird der Bau dauern. Das Ganze als Viaduktstrecke angelegt. 8 Meter hoch im Durchschnitt, eine sich lang hindehnende Brücke entsteht da, mit 722 Brückenbögen hochgemauert aus Ziegelstein. 4-gleisig angelegt, von vornherein. 11 Bahnhöfe wird die Strecke haben. Von den Zeitgenossen wird das als Riesenschauspiel erlebt und pathetisch gefeiert. Bis zum Frankfurter Bahnhof war die Gasse freigelegt worden. Eine eigenartige Perspektive bot sich dem Auge dar. Es war gerade, als hätte eine Riesenfaust vom Himmel sich herniedergesenkt und mit gewaltigem Hammerstreich eine Bresche durch die Häuser geschlagen, gleichgültig darüber, ob das eine stehen bleibe oder falle. Wenn die Stadtbahn fertig sein wird, werden die Zeitgenossen sie ungemein rasch als unentbehrliches Organ der Großstadt empfinden. Es ist wie ein ungeheures Uhrwerk, dessen Sicherheit nie versagt. Es ist wie ein ständiger Erinnerer, die so hastig fliehende Zeit zu nutzen, deren Eile durch das unaufhörliche Vorbeirauschen der Züge gleichsam verkörpert wird. Und es ist wie eine große praktische Schule der Pünktlichkeit. Aus der bautechnischen Konzeption. Man entschloss sich damals, die uralte, längst bedeutungslos gewordene Befestigungslinie der Stadt zuzuschütten. Den Königsgraben am Alexanderplatz, den Zwirngraben an der Börse. So erklärt sich die gewundene Linie, auf der die S-Bahn vom Bahnhof Janowitzbrücke her sich noch heute durch das Zentrum schlängelt. Durch eine wunderliche Umgebung von Hinterhäusern arbeitet sich die Bahn zwischen schlesischem Bahnhof und Börse durch. Man hat den Eindruck, als passierte man eine Straße, wo mit einem Male Häuser umgedreht worden sind.
Da konnte man beobachten, wie sich Herr Krause morgens rasierte oder Frau Müller die Betten auseinanderschlug, wenn nicht gar noch intimere Dinge. Bahnhof Marx-Engels-Platz wird diese Station einmal heißen. Die offizielle Einweihung der Berliner Stadtbahn am 7. Februar 1882 verlief ohne jede Feierlichkeit, ohne Teppiche und Reden, jedoch unter Teilnahme der Berliner. Die ersten Monate der Stadtbahn müssen einem Volksfest geglichen haben. Es war eine aufregende, mit manchem Herzklopfen verbundene Zeit, weil ich mich doch schon etwas klein und niedlich machen musste, um mit meinem Kinderbillett betrügerisch durchzuschlüpfen. Es war eine aufregende Zeit auch für unsere Väter, da Berlin sich das erste Wunder großstädtischer Verkehrstechnik leistete. Kein Zweifel, Berlin wird Weltstadt. Das neue Verkehrsmittel wird das Lebensgefühl der Großstädter entscheidend beeinflussen, über Generationen hinweg. Ende der 20er Jahre, Verse von Tucholsky. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir asphaltglatte Menschentrichter, Millionen Gesichter. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Es zieht hinüber und zieht vorüber. Die Stadtbahn hat ihre Höhepunkte gehabt, ihre Krisen und großen Umstellungen. Elektrisch wurde sie in den 20er Jahren. Sie hat ihre Wunden gehabt, im Krieg und dann ihre Auferstehung. Der Puls des hauptstädtischen Lebens ist im Rhythmus der S-Bahn spürbar.
Die S-Bahn ist unser Gefährte. Wir kennen ihren Ton, ihren Singsang, den gedämpften Schwellenschlag. Das vergisst man fürs Leben nicht. Für manchen ist die Bahn eine Wiege. Gar nicht auszudenken, wie es wäre, wenn wir sie nicht hätten. Das ist mein Bahnsteig. Meine Bahn kommt gleich, sagst du. Hier um die Ecke, da wohne ich. Das ist meine Bahn, das ist meine Stadt. Hier arbeite ich, hier bin ich bei meinesgleichen. Da kommt meine Bahn. Redet mit sich selber, man singt, man schimpft auch manchmal. Am Tage geht das ja noch, wissen Sie, aber nachts, so, dann kommen doch irgendwelche Minuten, also da muss man doch schon irgendwie also die Müdigkeit ja nicht an sich rankommen lassen, denn dann ist es nachher
Sehr schwierig. Fenster aufmachen, geht man mal raus, Kreislauf wieder anregen. Wissen Sie, wenn Sie jahrelang auf der Strecke fahren, dann kennen Sie ja bald jeden Stein. Und dann sehen Sie auch, auch da wird wieder neu gebaut oder irgendwas. Also das kriegen Sie ja so automatisch mit, das ist ganz logisch. Also wenn das alles normal läuft, dann guckt man auch mal Alex mal runter, die vielen Leute und so. Und wenn Sie in den Bahnhöfen einfahren und die Steine aus, die Steine ein, es ist ein ewiges Kommen und Gehen. Aber im Grunde genommen, ich habe ja doch immer eine ganze Menge hinter mir. Also so, ich schätze so im Berufsverkehr so 1000 bis 1200 hinter mir. Wenn er voll belastet, also voll ist. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich fahre lieber, wenn Betrieb ist. Also wenn Sie die Bahnsteige einfahren und da ist keine Menschenseele oder da steigt mal einer ein und da mal einer aus, das ist zu stupide, wird das. Also im Berufsverkehr fährt sich das schneller und dass Sie merken, warum Sie fahren. Am Abend.